Guten Tag, mein Name ist Mario Pitsch. Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man in der Navigationsleiste einen Inhaltstab und einen Tasktab erstellt. Ja, das heißt, mit dem Getting Started ist es sehr, sehr einfach. Und in diesem Video schauen wir uns genauer an, woraus denn diese Komponenten jetzt bestehen. Ja, zum einen gibt es hier das Inhaltsverzeichnis, das unter Inhalt auftaucht. Und hier herunten ist ein neuer Titel entstanden, der sich Inhaltsverzeichnis nennt. Ja, wenn man den aufruft, dann sieht man, das Ding heißt Inhaltsverzeichnis. Da drinnen ist auch das Inhaltsverzeichnis zu sehen, wie hier. Aber was man auch sehen kann, ist ein spezieller System Tag. Ja. Und diese System Tags haben alle eines gemeinsam: Die starten immer mit einem Dollar Doppelpunkt Schrägstrich. Ja. Damit kann man dann, sagen wir mal, User Tags von System Tags unterscheiden. Ja, System Tags werden eigentlich nur von der TiddlyWiki-Oberfläche verwendet. Ja, was man aber auch sehr schön sehen kann: Das Ganze ist sehr, sehr flexibel. Das heißt, ich kann auch sehr einfach jetzt hier neue Tabs selber als Benutzer anfügen. Ja, das Einzige, was ich tun muss, ist einen Namen zu vergeben und den Tag Tags Sidebar. Ja. Dann schauen wir uns einmal Tasks an. Tasks. Hier. Ja, der hat auch diesen speziellen System Tag und er hat zusätzlich eben auch noch den Tag Inhalt, was dazu führt, dass er hier praktisch im Inhaltsverzeichnis auch entsprechend auftaucht. Ja, ja, das ist einmal das, wie diese Elemente praktisch hier in der Taskleiste auftauchen, einfach Tags Sidebar. Zum anderen gibt es da noch Inhaltsverzeichnis, ja, der Name hier Inhaltsverzeichnis und hier steht Inhalt. Ja. Beim Tasks verwendet er den Tasks, den Titel Namen. Wenn ich das ändern möchte, dann kann ich hier ein spezielles Feld verwenden, das sich Caption nennt und kann da irgendeinen Text eingeben. Ja, dann wird dieser Text hier angezeigt. Ja, was man nämlich sieht bei den Tasks, hier haben wir schon drei Tasks zur Verfügung. Allerdings sind hier keine weiteren Tasks aufgelistet. Ja, das heißt, wenn ich hier sage Tasks, macht er das wieder richtig. Hier gibt es drei Tasks, die sind getaggt Task, ja, also nicht Tasks mit dem S hinten, sondern einfach nur Task. Ja. Wenn ich das ändern möchte, dass das auch im Inhaltsverzeichnis auftaucht, dann muss ich diesen Titel als Task bezeichnen. Ja. Damit aber dann hier weiter Tasks anzeigt, brauche ich die Caption. Ja. Das heißt, ich stelle hier um auf Task und hier auf Tasks, sage dann okay, da meckert er dann, dass es den Task schon gibt, ah, jetzt nicht mehr. Und dann sieht man, das Caption heißt eben jetzt immer noch Task, aber im Inhaltsverzeichnis habe ich die Elemente jetzt auch drinnen. Ja. Wie schaut das Ganze mit dem Inhaltsverzeichnis aus? Sehr ähnlich. Allerdings beinhaltet das Inhaltsverzeichnis eine spezielle Caption. Und das ist ein Systemtitler, der dafür zuständig ist, damit man auch die Sprache umschalten kann. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt unter Tools die Sprache auf zum Beispiel Englisch umschalte, dann kann man sehen, dass er hier den Wert Contents einträgt. Ja, das heißt, er hat jetzt im Prinzip das Menü komplett umgeschalten. Bei Tasks ist es nicht möglich, aber in dem Fall ist es eh dasselbe. Ja, das heißt, solche speziellen Systemtitler Informationen kann man dann auch verwenden, um das Ganze so zu machen, dass man auch die Sprache umschalten kann, ja, zwischen Inhalt und Contents. Ja. Wie das genau funktioniert, sprengt aber den Rahmen dieses Videos bei weitem. Nur
Ganz kurz eben die Information, woraus besteht das Inhaltsverzeichnis, was muss man tun, dass es eben in der Navigationsleiste auftaucht. Was kann man noch sehen? Wenn man jetzt die Reihenfolge hier ändern möchte, gehe ich einfach hier drauf auf den Tag Sidebar und kann dann zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis an die erste Stelle stellen. Ja? Das heißt, das Anklicken, dann kommt der Dropdown und dann kann ich eventuell den Task auf die zweite Stelle stellen. Ja? Und damit kann man sehr einfach die Konfiguration dieser Taskleiste auch entsprechend ändern, dieser Sidebar-Leiste. Ja, das ist es soweit. Viel Spaß beim Experimentieren. Mein Name ist Mario Pitsch. Auf Wiedersehen.